Ich bin sprachlos. Sprachlos bist du? Wohl nicht, Henne ist auch sprachlos, die sagt gar nichts. Ich habe Eier gefunden und gesucht. Ich habe sie ins Licht reingegeben. Und ich habe auch noch eine Katze gesehen. Ich habe sie gestreichelt. Ich habe probiert, sie zu tragen. Aber es hat nicht funktioniert. Wir haben es gemacht. Das war unser erstes Mal. Und wir gehen jetzt im Wald. Wir sind rumgegangen, haben spaziert und haben Fotos gemacht. Und ich habe auch einen Hund getragen. Oh, und ja, wir haben auch Kühe gemeldet. Das ist mein Lieblingskühe. Und ich habe gerade sie gemeldet. Das war so schwer am Anfang, aber nachdem ich herausgefunden habe, dass ich sehr viel Milch rausgekommen habe. Nimm's unter dein Kopf. Eine hat sich kommen. Und eine Hand ja, oben. Und jetzt nimmst du sie so. Genau. Das war schon eklig. Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich schon. Schau dir das an. Und wir haben auch gesehen, wie sie von hinten gekackt hat. Das war eklig. Das sah aus wie bei den Pferden, als würden sie kotzen. Und schau, da kommt Milch raus, da kommt Milch raus. Habt ihr das gesehen? Ja, da kommt Milch raus. Ich hatte Glück, dass ich nicht hinter der Kuh war. Ja. Und schau, hey, Alex, wo musst du an? Der hat mich fast erwischt. Ah, stimmt, und er wurde fast von dem Schwanz vom Kuh getroffen. Und dann geschlagen von der Fliege. Schau, wie viel Angst er hat. Oh, das fühlt sich an wie ein Tier. Und da muss man, wenn die Kühe melken möchte, auch diese Stahlpatschen anziehen. Man muss einfach andere Schuhe haben, die nicht so wichtig sind, finde ich. Nicht, dass du deine super neuen Nike-Schuhe anhast und über ihn gehst und dann auf Kacke drauf steigst. Die auch noch weiß sind. Weiß sind. Aber es war schon schwer. Man muss zuerst mal den oben so es richtig festziehen und dann langsam nach unten, dass dann Milch rauskommt. Ich hab so meine Hände gehalten und dann habe ich so angegriffen, weil es sich komisch anfühlt. Irgendwie so nass. Nass wie Milch. Es hat nicht funktioniert, weil ich fest drücken musste. Das war ekelhaft. Ja, aber es ist schon irgendwie gemein, dass wir es die zwingen mich aus der Kuh, weil wir zwicken. Ich dachte, es tut dir nicht weh. Ich habe einfach mit dem Daumen den Griff gemacht und dann ist einfach viel Milch rausgekommen. Sehr, sehr viel Milch, das in die Tonne reingebracht wird und getrunken wird. Und wir waren auch in einem Restaurant, dort gab es so viele Katzen. Aber am besten war es bei den Kühen. Schaut euch diesen Hintern an. Schmutzig wie kein anderer. Ew! Die pissen! Warum pisst der gerade? Ew! Du bist komisch, Alex. Du bist nicht, ja? Mann, und es ist wirklich. Als ich das gesehen habe, habe ich mir das erstmal gedacht. Seit wann pissen sie so weit weg? 2 Meter. Das hast du dir gedacht. Ich habe mir gedacht, ew, das ist nur eklig. Und jetzt ist Alex dran. Der Meister der Kühe. Was wird er denn wohl machen? Festdrücken und wecken und rausspritzen. Ja, aber das war, hat er schon festgemacht. Sehr viel auf meine Hand gegangen. Es ist fast unser Gesicht gegangen. Es ist ganz schön rausgespritzt. Ich dachte schon, es kommt auf. Ja, es hat ihn doch getroffen. Hier kommen wir gerade zum Restaurant. Mit 11 Katzen. Dort waren 11 Katzen, so. Und ich rede da gerade mit meiner Schwester. Ich weiß nicht über was, aber sicher etwas Lustiges, weil ich lustig bin. Oh, und da sind wir auf der Straße gefahren. Wir haben auch viele Schäfer, Schafe gesehen. Die waren so frei, ich will mal eines angreifen. Hier, wie ihr seht, sind wir zu einer Burg gegangen. Die war richtig schön. Wir waren ganz oben und haben von oben runter geguckt. Aber schon, war schon gruselig. Biologische, wenn Bienen die Blüten besuchen. Ich glaube, wo waren wir da nochmal? Ah ja, wir waren in einem Bienenstock. In einem Wald gab es einen Bienenstock. Das haben wir uns angeschaut. Aber ich wollte nicht zu nah gehen. Wir haben auch gepickt, nicht mehr. Für Bienen. Und man hat
Bilder getragen, weil ich so viel Angst hatte. Ich hasse Bilder. Und wir fahren hier gerade Richtung Zwettbad. Und da schau, einer der Katzen vom Restaurant. Noch ein Katzenbaby. Er hat das so geklettert. Und hier haben wir gegessen. Ich werde noch mehr Katzen. Alex hat seine Kuh mitgenommen, damit, weil er denkt, dass die Kuh mit der Katze befreundet wird. Aber leider hat die Kuh gar nicht gemacht. Die Katzen sind so süß. Aber die Katzen waren süß. Und das Essen dort war auch so gut. Wir haben Schnitzel gegessen. Suppe. Und das war es eigentlich. Die Katzensuppe. Und sehr viel Suppe getrunken. Und im Bauernhof gab es auch eine Katze. Die war ursüß. Wir haben noch mal was gegessen. Das ist eine Rotkatze. Das ist meine Katze. Dann habe ich mal eine Katze gesehen. Das ist die Katze. Und sie lässt sich sogar zähmen. Sie hat sogar mit einem Mücken gesprochen. Und da sind wir halt abgebogen, als wir dachten, das ist das. Wir sind vorher beim falschen Bauernhof gegangen und der Hund hat sich angestellt. Wir hatten Angst, dass er uns angreifen wird. Der Hund war schon schief. Und hier fahren wir gerade auf der Straße und werden dann bald an unser Ziel ankommen. Ich gehe da gerade hin, mit dem Trampolin. Ich will mich jetzt hinsetzen. Und hier haben wir unser Barbecue. Wir haben hier gegessen mit anderen Leuten. Das haben wir jetzt am Abend gemacht, weil da ist es auch besser und angenehmer und wärmer. Da springt das Trampolin. Und Alex fährt mit dem Auto, Spaß mit Traktor, herum. Das heißt, wenigstens besser funktioniert als mit einem anderen Auto. Da, und die Bett waren cool. Ich habe mich da hingelegt. Ich habe fast eine halbe Stunde geschlafen. Eigentlich 3 Stunden. 5 Stunden. Hier seht ihr, wie Antonia gerade Trampolin springt, wo ich gleich komme. Hier seht ihr wieder meine süße Katze im Restaurant. Wir konnten draußen im Garten essen. Unglaublich, dass es 11 Katzen und 12 Katzen und eine Schwangere gibt in dem Restaurant. Unglaublich. Aber nicht und überall, wo wir hingefahren sind, war immer Wald. Immer war die Natur dabei. Und ich habe im Auto geschlafen. Das war auch bei Niederösterreich. Niederösterreich ist super. Weniger Unfälle, alles besser, besser Natur. Ich springe gerade so kurz beim Trampolin. Es hat viel Spaß gemacht. Ich bin zu hoch gesprungen, deshalb hatte ich Angst, runterzufallen. Und rechts sind da solche Pferde drinnen gewesen. Und wir haben auch ein Picknick gehabt auf der Wiese. Und Alex hat Angst vor der Wiese. Weil er Angst hat vor den Insekten da. Da waren so viele aber. Was kann schlimmer sein, als auf einer Wiese zu sein? Da hab ich doch Angst. Da können Schlangen sein, Insekten, Bienen, Lauter, Würmer, die mich ekeln. Und hier haben wir uns hingelegt. Wir haben auch schon ein Familienfoto gemacht. Meine gelben Stiche. Von am Arm, gestern bei meinen Fingern waren sehr viele. Du gehst am Arm, hatte ich bis zu den Füßen. Wurde ja gestochen. Ich zeig's dir, wo wir gerade geparkt haben. Wir haben auch sehr viel getrunken dort. Im Schwimmbad haben wir auch sehr oft geschwommen, getaucht und im Wald sind wir auch herumgegangen. Da hinten ist der Wald, den wir spazieren gegangen sind. Hier bin ich Galatius. Hier tue ich gerade Antonia tragen, weil sie sich nicht über die Wiese traut. Nein. Und deswegen trage ich sie nie, weil ich habe wieder Lust bekommen. Ich bin einfach ganz schön durchgelaufen. Und Antonia hat es doch noch geschafft. Ich dachte, sie wäre zu schön. Ich musste ihn tragen. Kein Wunder, warum schreit Antonia, komm her. Er wollte es Antonia nicht tragen. Aber ich bin dann gekommen und habe ihn getragen. Niemand gesehen. Naja. Ich habe mich beim Fluss so entspannt und habe meine Füße reingegeben. Und ich war dort mit meiner Schwester. Wir haben dann ein bisschen ein paar Fotos gemacht. Diese Wiese war zu hoch. Hauptsache, sie hatte super ein Rohr.
Rock, obwohl ich auch einen Rock anhatte, aber eine Hose. Und da hat sich Alex doch getraut. Und da gab es auch einen Fluss, da war Ufi Wasser, aber das war Uklein. Und dann geht Alex so wie der geilste, der coolste Gangster aller Zeiten. Antonia. Da haben sie nur so getan, als würden sie kämpfen. Nicht so getan, und sie hat sogar verletzt. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Das zeigt Alex mal so ein riesiges Hintern. Und wir sind hier einkaufen gegangen. Ich glaube, das war ein Spaß. Ja, Spaß. Das ist Villa. Das ist Hofa. Ich hab vergessen. Ja, ich hab vergessen. Und dann zeigt er Alex jetzt seine Handstand. Super Handstand. Wirklich? Ja, ich hab meinen Handstand. Jetzt soll ich euch meinen Handstand zeigen. Hier war es. Wir haben hier gegessen. Vom Frühstück. Und haben auch da später Barbecue gehabt. Ich esse da gerade Kirschen. Und hinter uns ist dort, wo wir geschlafen sind. Und ich habe auch gestreichelt. Das Hühnchen ist so heiß. Ja. Ich habe sie ganz gestrichen. Aber gestrichen, ja, gestrichen. Mit Butter. Und dann später mit Chicken Wings geschnitten gegessen. Die Eier wollten wir auch mit weißen Butter essen. Sind tot. Also das ist schon. Die wollten wir da in der Früh essen, aber das haben wir leider nicht. Ja doch, hast du dich verpasst? Ich habe auch noch kochen gelernt. Ich möchte aber dann nochmal ein so. Ich habe kochen gelernt. Wir haben auch noch Omelette gegessen. Aber die haben nicht gemerkt, dass wir gestohlen haben. Und schauen, wie Alex ihn halt. Ankamen. Das sind die Minuten. 50 Minuten. 50 Meter. Ja, Meter. Du hast waren beim Biobauernhof. Und am Biobauernhof. Und es war toll dort. Daneben, hinter uns waren die Schafe und alles. Links neben uns. Da waren auch so viele Insekten am Bein. Das hat so gestört. Die Insekten waren gestört. Da ist der Ich bin nicht so cool, dass er das macht. Wir könnten das. Ich habe es mir hochgeladen. Ich habe mich auch so geil. Ich bin nicht so cool. 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 Ich bin nicht so cool.
Zu abonnieren und das Buch, das sehr stimmt.